Die ausgewählten Komponisten lebten in Spanien in einer politischen und kulturellen Blütezeit, dem sogenannten Siglo d'Oro. Was sind die Besonderheiten der jeweiligen Komponisten? Wir finden es in Spanien oft, dass die Komponisten eigentlich zwei Aufgaben hatten. Sie waren oft einerseits wie Soler oder Aguilera geistliche Persönlichkeiten, die auch als Priester oder in einem Orden oder sonst in einem geistlichen Zusammenhang tätig waren. Auf der anderen Seite waren sie Komponisten, die zum Teil auch recht weltliche Musik geschrieben haben. Und aus dieser Spannung leben auch oft die Stücke, dass man denkt, ah, da gibt es Passagen, die klingen auf einmal total weltlich, neben total ernsten und strengen Passagen. Und das merkt man einfach, dass diese beiden Elemente dort zusammenfinden. Das sieht man auch in den Kirchen, die ja so eine Art große, stille Erhabenheit haben. Und gleichzeitig der unglaublich prächtige Prospekt, bunte, farbenfrohe, diese Orgel zum Beispiel in Sainte-Anne. Das sind so ganz besondere Charakteristika, die dort aufeinandertreffen. Und das macht diese Musik so spannend.